Willkommen zum letzten Teil meines 14. Geburtstag. Wir sind jetzt in Lübeck, denn in der Nähe, denn wir essen jetzt einen Sushi-Restaurant. Es befindet sich ja im Innenstadt und mit dabei sind meine Mama und Papa und unser Mitarbeiter Dang. Außerdem werden auch noch unsere Bekannten auch mal in der Nähe ankommen, wie zum Beispiel auch der zweite Nam, den ich auch kenne. Dann viel Spaß mit dem Video. Der Restaurant liegt in Innenstadt, also neben dem Holzentor und neben dem Roncalli-Zirkus. Das bedeutet, dass auch in Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz noch unter 9 liegt, weitere Einschränkungen greifen. So müssen unter anderem Clubs, Discos, Kinos, Schwimm- und Spaßbäder sowie die Innenbereiche von Zoos schließen. Auch dürfen keine Veranstaltungen mehr mit Zuschauern stattfinden. Betroffen sind hier unter anderem Schwerin und... Wir sind angekommen und die Pilkarten haben wir auch gesehen. Dieses Restaurant heißt Butter Bowl und in der Beschreibung wird es auch geschickt. Obwohl wir schon reserviert haben, können wir trotzdem noch einen Tisch aussuchen. Wir sind 8 Personen und die sind alle dabei. Jetzt schauen wir auf die Speisekarte an. Jetzt müssen wir noch Getränke noch bestellen und das habe ich schon, ich habe nicht bald, die anderen haben Hefeweizen sowie auch noch Cocktails. Jetzt kommt die Vorspeise. Das sieht ziemlich gut aus und hoffentlich auch ziemlich lecker. Wir haben schon ein bisschen mehr bekommen, aber vor allem der zweite Nam hat am meisten. Aber es gibt ein bisschen Problemchen, denn Nam vergisst schon ein bisschen was. Klar doch, ihr habt das schon von oben gesehen, ne? Er hat einfach von ihnen angenommen, nicht jemand anderen. Wie sieht's bei der Hauptspeise? Okay.
Mal gucken, ob das Sushi gut schmeckt. Hat richtig gut geschmeckt, dieses Sushi. Jetzt gibt es auch noch Nachtisch, wie zum Beispiel Matcha und so weiter. Hier ist Matcha-Eis, was da Nam in der Hand hat. Am Ende gibt es noch eine kleine Kleinigkeit, die auch bei noch beim Date-Fest aus Vietnam auch noch ankennt. Habe ich mal schon damals schon probiert, aber ich habe schon vergessen, wie es nochmal schmeckte. Und das war schon auf dieses Essen. Jetzt sehen wir mal dieses Restaurant komplett an. Und es ist viel Platz und niemand ist da, denn es ist geschlossen. Jetzt gehen auch alle zu Hause. Dann ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Es war ein tolles Essen. Ich werde mal bald mal wiederkommen. Zum Beispiel auf Papas Geburtstag oder Mamas Geburtstag. Und der letzte Teil zu meinem 14. Geburtstag geht auch zu Ende. Vielen Dank, dass ihr alle Teils gesehen habt. Es war eine tolle Atmosphäre aus Niedersachsen sowie auch meinen Bekannten. Die nächsten Livestreams sowie auch die Videos werden entweder am Kanalinfo gesehen oder an der Beschreibung des Videos. Wir hoffen mal, dass ihr es alles gefallen hat. Liked euch das Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch den Kanal. Dann sehen wir uns wieder. Ciao, Leute.